Es ist Pokalwoche und es gibt Neuigkeiten rund um Hannover 96. Kein wirklich konzeptionelles Thema, das ich hier ausarbeiten konnte für dieses Video, aber alles so rund um Hannover, um den neuen alten Partner im Stadion, um den Pokaltorwart, um gegebenenfalls einen Neuzugang, um einen verletzten Fan. Alles wird hier so ein bisschen behandelt. Viel Spaß. Ja, das 2:2 steckt noch in den Knochen und sicherlich hat es dazu geführt, dass die Fans deutlich weniger euphorisch sind vor diesem Pokalspiel gegen Schott Mainz, als es eigentlich sein sollte, denn, ich meine, das ist quasi eine super, super Ausgangslage. Letztes Jahr haben wir immerhin auch Gladbach im Pokal geschlagen, sind erst gegen Leipzig rausgeflogen, den späteren Pokalsieger, das heißt, da haben wir uns eigentlich ganz gut präsentiert und jetzt können wir wieder gegen den unterklassigen Gegner direkt zu Anfang ein Zeichen setzen, beziehungsweise haben die Gelegenheit, uns nach diesen ersten beiden schweren Spielen gegen Lautern und Pauli so ein bisschen, ja, aus dem Formtief möchte ich sie mal nennen, weil ein Formtief ist es in meinen Augen nicht, aber so ein bisschen aus dem Loch zu schießen. Das wäre in meinen Augen eine sehr schöne Variante. Es ist natürlich gegen solche Mannschaften immer das Risiko da, dass man sich da blamiert, ganz klar. Es ist im Endeffekt ein Oberligist, aber auch die wissen, wie man mit einem Ball umgeht und zwar deutlich besser als ich. Hoffentlich nicht besser als die Jungs von Stefan Leitl, die sich natürlich auf ein ganz anderes Spiel einstellen müssen als jetzt gegen Lautern und gegen Pauli. Wahrscheinlich eher auf ein Spiel wie gegen Lautern als gegen Pauli, aber nichtsdestotrotz natürlich ein ganz anderes Level nochmal. Das kann gefährlich sein und man sollte vor allem nicht falsche Ansprüche haben. Das wird aber, glaube ich, auch nicht passieren, denn ich denke, wenn man dieses Spiel gewinnen kann, könnte das erstens, aller guten Dinge sind drei, nach dem Unentschieden, dann dem, nee, nach der Niederlage, dann dem Unentschieden, jetzt der Sieg. Es könnte vor allem einfach auch eine breitere Brust für das wichtige nächste Auswärtsspiel in Paderborn schaffen, denn wir sind mit einem Punkt in der Tabelle jetzt nicht sonderlich gut gestartet. Paderborn ist ein starker Gegner, der auch bereits bewiesen hat, dass er Mannschaften wie Düsseldorf Probleme bereiten kann. Von daher sollten wir uns darauf fokussieren, dieses Pokalspiel gut über die Bühne zu bekommen, um dann halt eben mit dieser breiten Brust zu Flo Muslia zu fahren und denen hoffentlich zwei, drei Dinge einzuschenken und drei Punkte mitzunehmen. Wir haben in Paderborn bisher jedes einzelne Spiel verloren. Jedes einzelne, aber darüber rede ich dann nächste Woche nochmal genauer. Von daher wäre es umso schöner, wenn man da ja dieses Mal was holt und vor allem, wenn man da halt eben auch sich gut für vorbereitet gegen Schott Mainz. Ich werde da sein, ich freue mich schon extrem drauf. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch da sein werdet beim Pokalspiel. Lasst mir gerne auf dieses Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt und abonniert den Kanal kostenlos, um keinen Content mehr zu verpassen. Schott Mainz, grundsätzlich ein Gegner, der sehr schwer einzuschätzen ist, so wie jeder Oberligist, ist natürlich der klare und krasse Außenseiter, aber für die ist das das Spiel. Wirklich, das Spiel. Die sind so stark im Fokus wahrscheinlich nie wieder, gegebenenfalls nie wieder, wer weiß, was mit denen noch passieren mag, aber grundsätzlich wird es sehr, sehr schwer sein für sie, dieses Level nochmal zu erreichen. Klar, sie hätten noch einen Bundesligisten kriegen können, aber Hannover ist zumindest mal kein kleiner Gegner. Und die müssen sie jetzt beackern. Und das werden die tun. Und die werden da richtig Bock haben. Und deswegen darf man die aus 96-Sicht nicht unterschätzen. Ich habe das ja im letzten Video angesprochen. Luis Schaub, der ja schon in der zweiten Liga so ein bisschen, ja, arrogant ist das falsche Wort, aber überheblich vielleicht durch die Gegend läuft. Sowas darf dir im Pokal auf gar keinen Fall passieren. 96 ist schon öfter gegen kleine Gegner rausgeflogen. Letztes Jahr jetzt gerade passenderweise nicht. Aber dieses Jahr sollte das im Optimalfall auch nicht passieren, gerade weil ich das vor Ort nicht erleben möchte. Ich war einmal vor Ort. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Gegner es war. Ist ein bisschen her, rot-weiß. Ich habe keine Ahnung, ist 2016, glaube ich, gewesen. Das war sehr knapp. Da haben wir erst sehr spät gewonnen. Das Ding war auch nicht unbedingt verdient. Sowas braucht man als Fan, gerade im Stadion auch nicht, schlicht weil das viel zu aufregend ist. Gegen so einen kleinen Gegner musst du eine souveräne Vorstellung abliefern, im Optimalfall viele Tore schießen, damit sich auch deine Stürmer das Selbstvertrauen holen, was bei 96 ja auch sowieso ein Thema ist, weil wir haben zwar schon ein Stürmertor und wir haben auch jetzt schon genauso viele Tore wie letzte Saison nach 6 Spieltagen, aber trotzdem brauchen Weidern zum Beispiel Selbstbewusstsein, im Optimalfall Nielsen, Maxi Bayer sollte mal wieder treffen, damit die einfach dieses Gefühl wieder kennen und das besser einordnen können und vielleicht auch mehr Geilheit haben. Ich möchte nicht unterstellen, dass die nicht geil sind, Tore zu schießen, aber es kann nicht schaden, wenn sie noch geiler werden. Weil im Endeffekt haben wir 3 Tore geschossen und das ist nicht komplett überragend. Das muss man einfach so hinstellen. Nichtsdestotrotz, ich gehe davon aus, dass wir relativ hoch gewinnen werden. Ich tippe 5:0 für Hannover 96. Es wäre schön, ich würde mich freuen. Wer auf jeden Fall, und damit machen wir den Themensprung, im Tor stehen wird, das wurde heute bekannt gegeben, ist Leo Weinkauf. Ein Name, den man in Hannover jetzt mittlerweile schon relativ lange kennt, weil er die letzten Jahre an Duisburg ausgeliehen hat, da seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Allerdings hatte er nie die Perspektive bei Hannover. Jetzt zumindest ist er die Nummer 2 nach dem unrühmlichen Abgang von Martin Hansen. Und
und wird dementsprechend das Pokaltor hüten. Ob das nur für die erste Runde ist, ob das für die weiteren Runden auch gilt, da wollte sich Stefan Leite noch nicht genauer zu äußern. Man muss natürlich auch erstmal abwarten, ob man weiterkommt. Aber er kann sich auf jeden Fall präsentieren und wir wissen ja alle, was der Plan sein sollte. Und zwar, dass Leo Weinkopf irgendwann Ron-Robert Zieler beerbt. Auf der Torhüter-Position kannst du natürlich im Regelfall länger spielen als im Feld, ganz klar. Und da ist auch der Qualitätsabfall mit steigendem Alter nicht ganz so hoch, siehe Gianluigi Buffon. Aber auf der anderen Seite ist Zieler eben schon 34 und Weinkauf irgendwas Mitte 20. Von daher, der hat auf jeden Fall noch 10 Jahre, bis er in Zielers Alter ist und sollte dann dementsprechend vernünftig rangeführt werden. Ich meine, wir haben eine Torwartlegende bei Hannover 96 gehabt mit Jörg Sievers, die sehr lange auch im Verein war und auch dafür gesorgt hat, dass die nachfolgenden Generationen sich gut gemacht haben. Wer weiß, ob Zieler nicht vielleicht irgendwann genau in die gleiche Rolle reinschlüpft. Ist natürlich absolut in den Sternen. Aber man sieht es ja auch bei Michael Ratajczak, der ja auch vom Torhüterspot so ein bisschen dann eher in die Karriereperspektive für andere Keeper gegangen ist, also ins Torwarttrainer-Business eingestiegen ist. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Ich habe aber, wie gesagt, Vorfreude auf den Pokal und dementsprechend auch Vorfreude auf Weinkauf. Bin generell Fan von dem, finde, dass er sich in der dritten Liga sehr gut präsentiert hat, bei Duisburg gut weiterentwickelt hat und dass der definitiv irgendwann unsere Nummer 1 werden sollte. Warum nicht schon mal im Pokal andeuten, was uns in ein, zwei Jahren erwartet? Ich glaube zwar nicht, dass Zieler nächste Saison schon außen vor sein wird, aber so mit 36, also in zwei Jahren dann, ist zumindest nicht ausgeschlossen. Von daher, je früher man ihn ranführt, desto besser, auch um ihn bei Laune zu halten, in Anführungsstrichen. Ich meine, er ist mit der Ambition nach Hannover gekommen, irgendwann mal Stammkeeper zu werden, da bin ich mir relativ sicher. Er wird aber nicht mit der Ambition gekommen zu sein, jetzt direkt von Anfang an zu spielen. Das wäre auch einfach völlig vermessen und unrealistisch, weil wir ja alle wissen, dass Zieler der Stammkeeper ist und letzte Saison mit der beste 96er war. Von daher, ihn langsam und behutsam ranzuführen, ist genau der richtige Weg. Also gute Entscheidung von Stefan Leitl und Co. Wir machen kurz einen Cut, dann geht's weiter. Ihr könnt mir natürlich auch dazu gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, weil grundsätzlich ist es ja so, dass wir jetzt einfach einen Torwart haben, der im Pokal spielt und dementsprechend Zieler ein bisschen aus dem Rhythmus kommt. Ist nicht so, dass Zieler jetzt an den ersten beiden Spieltagen sonderlich schlecht ausgesehen hätte, aber findet ihr das gut, dass Weinkauf im Tor steht, oder sagt ihr, Zieler hätte vielleicht doch drinbleiben sollen? Ich bin sehr gespannt. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wo wir sehr froh sind, dass er hoffentlich wieder in einen relativ normalen Rhythmus relativ schnell reinkommt, ist der verunglückte Fan vom Wochenende, für die Leute, die es mitbekommen haben, aber vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wie es weitergegangen ist. Es ist aus dem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall vom Oberrang in der Nordkurve ein Fan gestürzt beim 2:0, glaube ich, beim Torjubel zum 2:1, nicht 2:0 von Derrick Köhn und hat sich dabei wohl schwer verletzt. Der wurde dann vor Ort behandelt von den Sanitätern, der Support wurde eingestellt und auch das Programm nach dem Spiel wurde nicht abgespult, einfach um halt eine bestmögliche Versorgung dieses Patienten, was er ja dann im Endeffekt war, zu gewährleisten. Der hat sich jetzt selber wohl zu Wort gemeldet, übers Fanprojekt kam dann die Aussage, dass er wieder auf dem Weg der Besserung ist, dass es wieder gut geht und dass er sehr dankbar ist für die vielen Helfer und Helferinnen, die da ihm dazu beigetragen haben, eben, dass es jetzt wieder besser ist. Also, alles gut gegangen, hätte man zwischenzeitlich mal nicht vermuten dürfen, weil das sah oder hat sich schon ziemlich böse angehört. Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Stay safe, kann man da nur sagen. Und so gehen wir auch weiter zur nächsten Thematik. Stay safe, denn wir haben immer noch eine Problematik in der Defensive. Und die möchte ich hier adressieren. Luca Kreinz ist ja weiterhin verletzt bzw. angeschlagen. Und wir haben weiterhin dementsprechend in der Verteidigung nur zwei nominelle Stammkräfte mit Julian Börner und Phil Neumann. Das ist ein bisschen wenig, das wissen wir alle. Kreinz wird irgendwann zurückkommen und wir haben natürlich auch noch Yannick Lührs und Tim Walbrecht. Aber bei Walbrecht deutet sich an, dass gegebenenfalls doch noch eine Leihe passieren könnte. Da wurde aber jetzt gesagt, und das deutet für mich darauf hin, dass wir noch einen Innenverteidiger holen, dass man die Entwicklungen abwartet, dass man gucken möchte, dass man sich die nächsten Wochen genau anschauen wird. Das heißt für mich nicht, dass man guckt, wie er spielt, weil man braucht ihn ja theoretisch im Kader, einfach aus quantitativen Gründen. Aber das heißt für mich eher, wir gucken, ob wir noch einen Innenverteidiger holen und wen wir kriegen und ob wir denjenigen kriegen, den wir vielleicht uns vorstellen. Und dann können wir ihn auch abgeben per Leihe. Ich glaube, eine Leihe würde Walbrecht sehr gut tun. Bei Lührs ist das theoretisch genauso, aber nichtsdestotrotz würde ich es bei Walbrecht bevorzugen, weil der halt schon ein bisschen weiter ist. Und wer weiß, vielleicht ist Lührs ja direkt gut genug, um halt auch mal bei den Profis ran zu können. Bei Walbrecht war das okay, aber jetzt nicht überragend. Ist jetzt so ein Unterschied. Ne? Es kann halt laufen wie bei Walbrecht zum Beispiel oder wie bei Marc Lamptey. Kann auch laufen wie bei Nicolo Tresoldi, der bisher einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Oder wie bei Moussa Doumbouya, bei dem es aber ja auch nicht für alle Einsätze gereicht hat. Schwieriges Thema. Ich würde mir auf jeden Fall noch ein Backup für die Innenverteidigung wünschen. Wenn ihr da konkrete Namen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Salif Sané, nach allem, was man so hört, wird es leider nicht werden. Das ist okay, es ist schade, aber wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung, weil in der Vergangenheit zu leben, in der Nostalgie zu leben, ist nicht immer die beste Variante, sagen wir es einfach mal so. Und dann aber zu guter Letzt mein persönliches Thema, beziehungsweise ein Thema, was mir persönlich nahe geht. Erstens, weil ich, also nahe geht, hört sich ein bisschen zu dramatisch an, aber ich bin ja nun mal im Stadion am Wochenende und ich habe noch kein aktuelles Trikot.
Und über die Trikots habe ich hier, glaube ich, nur so halb geredet, mehr auf Instagram. Und dementsprechend möchte ich nochmal kurz einen Recap geben. Ich habe zwar ein Trikot-Ranking gemacht, das linke ich auch nochmal oben in der Videobeschreibung, von allen Zweitliga-Trikots. Das heißt, da hört ihr meine Meinung zu 96-Trikots. Aber ich finde die ja alle drei durchaus gelungen und durchaus schön. Ich kann jedem was abgewinnen. Das mintgrüne Trikot ist sehr besonders, hatte man bei Hannover logischerweise so noch nicht. Schlicht und ergreifend auch deswegen, weil das ja eigentlich nicht so klassisch die Trikotfarbe von 96 ist. Aber ich finde es irgendwie cool, gerade mit den schwarzen Akzenten und gerade auch mit dieser Musterung im Trikot, gefällt mir. Das rote Trikot mit diesem Schachbrettmuster und dem Hannover-Rot. Ich persönlich mag es oder mochte es früher lieber, wenn 96 ein bisschen dunklere Rottöne hat, aber das gefällt mir trotzdem durchaus gut und ich finde es immer gut, wenn sich so eine Musterung widerspiegelt. Ob das Schachbrettmuster jetzt wirklich das Optimale ist, ist die andere Frage. Vielleicht deutet es ja darauf hin, dass Stefan Deitl einen sehr taktisch geprägten Fußball spielen möchte, so wie es beim Schach halt eben auch üblich ist und dass viele Spielzüge passieren werden, die hoffentlich zum Erfolg führen. Ja, sehr viel Interpretation bei der ganzen Geschichte dabei, schön wäre es aber trotzdem, ist mein, ja, Mitfavorit, allerdings nicht so stark wie, also im Endeffekt ranke ich das genauso wie das grüne Trikot, mit dem ich mittlerweile echt angefreundet habe, ich finde aber das schwarz-weiße eigentlich deutlich am besten. Die Frage ist jetzt nur, welches würdet ihr mir empfehlen zu holen? Welches habt ihr euch geholt? Welches werdet ihr euch noch holen? Habt ihr euch vielleicht alle drei geholt? Welches gefällt euch am besten optisch gesehen? Wir konnten ja jetzt auch im Einsatz schon sehen. Ich muss sagen, am Spieler und live hat das Rote nochmal besser ausgesehen, fand ich zumindest als bei der Präsentation, beziehungsweise wenn man es einfach nur so sieht. Das Schwarz-Weißer sah in Lautern auch sehr gut aus. Ist mein Favorit. Ich habe aber sehr viele dunkle Trikots. Also es ist auch lange her, dass ich mir ein rotes Trikot von 96 geholt habe. Das war das mit Jonathas damals. Das ist mittlerweile sehr viel zu klein ist. Von daher, ich bräuchte auch eigentlich mal wieder ein rotes, aber ich schwanke zwischen dem schwarz-weißen und dem roten. Vielleicht überzeugt ihr mich auch noch vom mintgrün. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, welches Trikot soll ich mir holen, welches habt ihr euch geholt. Und dann sehen wir uns gegebenenfalls in der kommenden Woche, beziehungsweise am kommenden Wochenende in Mainz im Stadion beim Pokalspiel von Hannover 96 gegen Schott. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. War mal ein bisschen was anderes, aber es gibt halt gerade kein so richtig konkretes Thema. Man hätte jetzt mehr über die Innenverteidigung reden können, über die Problematik mit dem Durchhaltevermögen oder der Konzentration. Aber es sind erst zwei Spiele gespielt und ich sehe noch nicht die Not, eine komplette Kernanalyse von 96 durchzuführen. Ich bleibe dabei, lass den Jungs Zeit, lass dem Trainer Zeit, der wird das schon regeln. Und nach 5 Spieltagen, dann können wir langsam mal anfangen, so ein erstes Fazit zu ziehen. Auch kein komplettes, aber mal so eine erste Analyse zu fahren. Nach 2 Spielen ist mir das noch ein bisschen zu früh, gerade weil die ja beide sehr unglücklich mit Punktverlusten spät geendet sind. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir hören uns vorm Wochenende vielleicht nochmal wieder. Mal gucken. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Und ciao.